neue Ausgabe 7 Meter startet mit einer neuen Masterclass. Lemgos Bjarkima Ellison zeigt uns, was man bei einem Heber beachten sollte. Ich zeige euch jetzt, wie ihr die richtigen Heber macht. Das fängt an wie ganz normale Wurf von außen. Zuerst laufe ich an, springe rein. Aber wenn der Tor da rauskommt, dann ist gute Chance, einen Heber zu machen. Ich mache das so, dass ich mache so leichte Körpertäuschung, wie ich einen normalen Wurf mache. Aber dann strecke ich die Ellbogen durch und mache mit der Handgelenk so ein und bis die Finger hier ein leichtes Spin auf den Ball und hebe den so. Das ist das Ziel, auch den Torhüter in Bewegung zu kriegen. Vielleicht ein Bein heben oder sowas, dann ist es schwieriger zurückzulaufen. Sonst musst du einfach viel Selbstvertrauen haben. Bjarki springt ganz hoch, springt hoch und wartet dann einfach, was ich mache jedes Mal. Für mich war das immer, als ich jung war, war ich einfach immer mit Ball in der Hand. Dann kannst du so diese Zusammenspiele üben, einfach zu Hause oder egal wo du bist. Eine Übung kannst du auch so Bank auf die Tor stellen und einfach dich die 6-Meter-Linie hinstellen und einfach die Übung machen. Und immer wieder. Ich glaube, dass je öfter du das machst, je besser kriegst du das hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Masterclass und viel Erfolg beim Ausprobieren. Vom Heber geht es jetzt wieder zu unseren langen Bällen quer durch die Halle. Christopher Rudek tritt für den Bergischen HC in unserer Club-Challenge an. Auf die Plätze, fertig, los! Mit 9 von 10 bin ich nicht ganz zufrieden. Der zweite ärgert mich, wobei ich hoffe, ich kriege einen Bonuspunkt für den ohnehin gucken, weil das war ja schon dann eine Leistung. Einen Bonuspunkt gibt es nicht. Trotzdem übernimmt Christopher Rudek mit seinen 9 Treffern die Führung in der Club-Challenge-Wertung. Lukas Diedrich rutscht damit auf den 2. Rang. Und damit kommen wir zu einer neuen Traumsieben. Simon Jeppsson, schwedisches Rückraumass des HC Erlangen, hat sie für uns aufgestellt. Hallo, ich heiße Simon Jeppsson. Ich bin ein Spieler in die HC Erlangen. Ich komme aus Schweden und das hier ist mein Traum 7. In Tor habe ich, meine Französisch ist nicht so gut, aber Thierry Omeyer gewählt, weil er einfach die Top-Weltklasse-Niveau so lange gehalten hat und man sieht ja schon deutlich, was er gewonnen hat, auch in der Nationalmannschaft, auch in die Vereingeschichten. Ich finde, das ist ein perfekter Torwart. Links außen habe ich die Däne Lars Christiansen gewählt. Er ist einfach einer von den besten Linksaußen aller Zeiten und ich habe auch die Ehre gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ein Jahr in Flensburg und der war einfach ein richtig cooler Typ und ist auch ein richtig guter Kandidat für die 7-Meter-Werfen. Rückraum links habe ich Nikola Karabatic. Ein bisschen wie Omeyer, sind ja ungefähr das gleiche Jahrgang und ja, man sieht einfach was. Wie erfolgreich er war während der ganzen Karriere und ist jetzt leider verletzt, aber hoffentlich sehen wir
wieder gleich auf dem Platz. Rückraummitte habe ich schwedische Kollege Stefan Löfgren gewählt. Auch einer von den besten Mittelmännern aller Zeiten, finde ich. Eine komplette Spieler und gibt es nichts mehr viel zu sagen. Rückraum rechts habe ich Kim Andersson. Nicht nur, weil er ein kompletter Handballspieler ist, aber auch, weil er ein richtig guter Typ ist und ein sehr, sehr toller Mensch. Ich glaube, eine WM war das, waren wir Zimmerkollegen. Und ich erinnere, dass er hat gefragt, ob er meine Wäsche mitnehmen konnte zum Wäschesack. Und ich habe nur, ja, der ist ja Kim Andersson. Ich bin ja nur 24-jähriger Simon Jeppsson. Also das war schon ein bisschen was. Aber der ist einfach ein richtig guter Typ auch. Rechts außen habe ich auch einen schwedischen Kollegen, Mattias Zachrisson. So ein Schade, dass er seine Karriere aufhören müsste, so früh, wegen einer Verletzung. Das war einfach zu früh für ihn, finde ich. Der hat so viele gute Jahre gehabt. Der, finde ich, der gehört auf die Rechtsaußen. Kreisläufer habe ich, der vierte Schwede in der Mannschaft, glaube ich. Magnus Wislander. Man muss nicht so viel sagen über ihn, glaube ich. Der war ja gewählt als der beste Handballspieler. Dann hat man einen Platz in meine Traumsieben. Egal, ob er Schwede ist oder nicht. Das war's mit 7 Meter in diesem Jahr. Die nächste Ausgabe gibt es nach der Weihnachtspause am 13.01.2021. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2021.